So, hallo von der Algarve in Portugal, wo ich die letzte Woche die BMW F700 GS ausgiebig bewegen konnte. Ich will euch meine Eindrücke von dem Motorrad nicht vorenthalten. Die Typenbezeichnung F700 GS ist ja genau genommen schon einmal ein Etikettenschwindel, weil der rein Zweizylinder, der in dem Motorrad steckt, seine Kraft aus 798 Kubik schöpft, also das ist de facto eine 800er, so wie auch derselbe Motor wie in der F800 GS, wobei er hier doch 10 PS weniger leistet, kommt auf 75 PS. Ich muss sagen, man merkt das schon, also es geht nicht ganz so gut wie die 800er, aber man fühlt sich mit dem Motorrad trotzdem nie untermotorisiert. Vollgetankt wiegt das Motorrad 209 Kilogramm. Das ist jetzt schon einmal relativ wenig für eine Reiseenduro. Und die kleine GS, wenn man so will, ist eine Reiseenduro. Da steckt sehr viel von der großen drinnen. Vor allem die Handlichkeit hat mir sehr gut gefallen. Man ist durch das 19 Zoll Vorderrad und den relativ schlanken Hinterreifen, den 140er Hinterreifen auf 17 Zoll, speziell in Passstraßen sehr flott unterwegs. Wenn man dann das Ganze verzögern will, dann funktioniert das auch recht ordentlich, weil da vorne zwei 30 mm Scheiben vom Brembo montiert sind, die verzögern das Motorrad, wie gesagt, recht ordentlich. Wenn man also die beiden unter Anführungszeichen 800er Modelle im Hause BMW miteinander vergleicht, dann ist die 700er ganz sicher die straßenlastigere Variante. Das sieht man an der Bereifung und an den Raddimensionen. Trotzdem muss man keinesfalls stehen bleiben, wenn einmal das Asphalt zu Ende ist. Da geht eigentlich noch ordentlich was weiter. Sehr übersichtlich finde ich auch die Armaturen mit dem analogen Drehzahlmesser und dem analogen Tacho. Alle anderen Informationen sind digital abrufbar. Hören wir uns einmal den Motor an, wie der klingt. Zwischen 4.000 und 5.000 Touren sind Vibrationen im Motor zu verspüren, die sich allerdings in Grenzen halten. Das war bei den ersten 800er GS Modellen, wie ich mich erinnere, doch um einiges heftiger. Der Motor zieht schön an, lässt sich ganz weich schalten. Natürlich hat er nicht ganz die Souveränität des 1200er, das ist logisch. Aber wenn man ihn auf Drehzahl hält, kann man auch wirklich flott damit unterwegs sein. Wie bei jeder BMW kann man relativ tief in den Zubehörkatalog greifen und das Motorrad dann natürlich auch dementsprechend teuer machen. Ist aber nicht wirklich notwendig. ABS ist serienmäßig an Bord. Das kann man wegschalten, wenn man will, was ich Offroad auch gemacht habe. Eines dieser vielen Extras wäre die Traktionskontrolle. Dieses Motorrad hat sie nicht drinnen. Ich finde auch bei einem 75 PS Motorrad nicht wirklich notwendig. Kann man aber dann natürlich auch wegschalten, was man im Offroad-Betrieb auch machen sollte. Ein kleiner Kritikpunkt wäre meiner Meinung nach, dass die Fußrasten relativ früh Bodenkontakt haben. Auch sind die Gummis natürlich keinesfalls gemacht fürs Offroad-Fahren. Das wäre das Erste, was runterkommen würde bei mir. Man kann sich aber sicher im Zubehörbereich vielleicht bei diversen Anbietern helfen und ein bisschen höher bauende Rasten montieren. Das ist sicher notwendig, wenn man flotter unterwegs sein will. Der Tank liegt schwerpunktgünstig unter der Sitzbank, wird hier rechts hinten befüllt, kommt man auch mit Gepäck gut ran. 16 Liter passen rein. Bei einem Testverbrauch von 4,9 Litern heißt das, dass man eine Reichweite von über 300 Kilometer hat.
Das Federbein ist hier per Handrad verstellbar. Der Federweg ist mit 170 mm vorne wie hinten ordentlich. Das bügelt alle Unebenheiten auf asphaltierten Straßen weg. Also da hat man überhaupt keine Probleme. Und auch, wie gesagt, auf Feldwegen, auf Schotterwegen, auch auf grumpeligeren Passagen ist das okay. Wenn es dann richtig grob wird, dann stößt das Fahrwerk natürlich schon an seine Grenzen. Da kann man sich auch vielleicht im Zubehörhandel helfen damit. Resümierend würde ich sagen, dass die F700 GS ein wunderbares Motorrad für alle Tage ist, wenn man so will, für den Weg zur Arbeit, für die Wochenendtour, aber auch für die Reise. Also da fehlt nichts. Das Motorrad ist komplett. Es ist eben sehr schlank, man kommt überall durch, es ist wendig, es ist handlich und trotzdem eben auch für längere Touren absolut gerüstet. Sei es jetzt von der Reichweite, sei es von der Bequemlichkeit, wie man unterwegs ist, durch die aufrechte Sitzposition. Als extra waren hier verbaut die große Tourenwindscheibe, die ausreichend Schutz bietet. Mich hätte die kleine auch interessiert, die serienmäßig ist. Aber eben wie gesagt, das Moped hatte diese drauf. Es ist die sogenannte Komfortsitzbank drauf, die da abgesteppt ist, also wo der Sozius etwas höher sitzt. Es waren die robusten Zega Pro Boxen von Duratec drauf. Da steht, glaube ich, jeder Reiseenduro recht gut. Passt einiges rein, ist wasserdicht, also damit kann man dann schon auf die große Reise gehen. Wenn man sich die Frage stellt, wie viel GS braucht man? In vielen Fällen wird die 700er schon genügen. Für Vielfahrer ist möglicherweise die 1200er die richtige Wahl. Für Leute wie mich, die lieber im Gelände auch unterwegs sind oder zumindest die auf unbefestigten Wegen, wäre die 800er erste Wahl. Aber ich kann wirklich nichts Schlechtes sagen nach dieser Woche. Es waren einige Passagen dabei, wo vor allem die Reifen, es ist der Anarchy 3 von Michelin aufgezogen, ein bisschen an die Grenzen gekommen sind, aber Fahrwerk und Motorrad selbst haben auch die Schotterpassagen hier im Hinterlandtalgabe schadlos und auch unfallfrei überstanden. Gut, eines habe ich nicht getestet, und zwar wie leicht oder wie schwer dieses Motorrad dann im Fall des Falles aufzuheben ist. Bin nicht wirklich traurig darüber, es ist alles gut gegangen in der Woche, es war kein Sturz, kein Umfaller dabei, aber so wie es wirkt, so wie es sich anfühlt beim Fahren, wäre auch das jetzt nicht das große Problem.